Nein! Ich habe... Das ist Goals Position. Ich würde ja tauschen, aber links ist einfach nicht Goals Schokoladenseite. Passt. Kamera, mitnehmen. Hand, mitnehmen. Selbstauslöser, mitnehmen. Hm, hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Klappe. Da fehlt doch ein Stromumkehrer, das sehe ich sofort. Gelenkstange. Das erinnert mich an den Tag, als ich Wenzels Gelenkschmerzen chirurgisch behandeln wollte. Holy Google! Bowling-Kugel-Poliermaschine. Bowling-Kugel in die Bowling-Kugel-Poliermaschine. Nicht? Dann Kopf reinhalten. Oder einfach mitnehmen. Mit dem Typen hier. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Das hier ist Nummer minus eins. Nein. Verschwinde. Ich habe geschlossen. Moment mal, ich kenne dich. Du bist doch das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Ohne Glatze hätte ich dich kaum erkannt. Du irrst dich. Ich war nie in Porta Fisco. Und eine Glatze hatte ich auch nie. Ja, weil es noch nicht geschehen ist. Bis auf die Glatze. Du solltest dazu stehen. Aber wir werden uns noch mehrmals über den Weg laufen. Ja. So weit ist es also gekommen. Jetzt kennt leider schon jeder dahergelaufene Hans Franz die Zukunft besser als ich. Warum so muffelig? Ja, irgendwer immer so. Hat mir meine Kristallkugel geklaut. Jetzt kann ich nicht mehr hell sehen. Ja. Nicht mal ein kleines bisschen? Ich hätte da nämlich ein, zwei Fragen. Dann besorg mir eine neue Kugel. Okay, dann nicht. Warum bleibt Goal eigentlich stehen? Ich wäre gerne mit Goal. Boah, hier ist ja richtig viel los. Der Wurstbot, das ist ein Bot, der kann reden. Hallo? Saftladen. Okay, so viel dazu. Hau den Lukas. Lukas hat vielleicht Nerven, hier einfach so aufzukreuzen. Dann nehmen wir den Hammer und hauen den Lukas, oder? Ist hier ein Hund? Ich sehe keinen Hund. Links. Nach rechts. Auslöser. Hm, hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Wo ist die Angel? Oh, Niete. Mit der Hand? Dafür kann ich meine eigene Hand benutzen. Oder mein Köpfchen. Alles klar. Ja, lol, da geht's auch noch lang. Okay, ist doch größer als gedacht. Meinem Orientierungssinn stellt es ja wohl kaum eine Herausforderung dar. Was ist denn das? Selbst wenn ich den Eingang finden würde. Okay, irgendwas, was wir nicht hinkriegen. Dann gehen wir mal nach ganz rechts. Oh, das sieht mir... dubios aus? Ah, die aktuelle Ausgabe der Herz. Erst kümmere ich mich um das Boot, dann um die Reiselektüre. Was für ein Boot, aber gut. Schade, ich wollte das Einhorn nehmen. Das ist ein Pelikan, das ist ein Rotlicht, der hat einen Fisch. Zum Hauptplatz. Pimpi und Schnicksi. Hey, Burschi, Lust auf eine Spritztour im Boat of Love? Zufällig suche ich tatsächlich ein Boot. Ich muss noch vor Sonnenaufgang in Porta Rustica sein. Die Liebe lässt sie nicht setzen, Freundchen. Die Tour ist nur für verliebte Pärchen. Easy, feasy, peasy, Deasy. Ich bin mit meiner Freundin hier. Wow, hätte nicht gedacht, dass du eine Freundin hast, so wie du rumläufst. Hey. Du vielleicht, Darling? Meine Oma heißt Gundula. Das schreibt man mit U. Ja, ich auch nicht. Aber wenn es so ist, steck einfach ihr Foto in den Lavomat. Wieso denn jetzt Foto? Du willst verliebt sein und hast nicht einmal ein Foto von ihr im Portemonnaie? Was ist ein Portemonnaie? Ohne Foto, keine Tour. Ist es nicht so?
Darling? Ich habe mal eine Katze gesehen, die war rot und braun und weiß. Ja, du sagst es, aber sei nicht traurig. Du findest auch noch deine große... Schnicksi. Als Trost habe ich hier einen Bratwurstchip für dich. Sie verleihen das Boot nur an Verliebte. Tja. Ich weiß, klingt super. Aber Sie wollen ein Beweisfoto. Das ist ja wohl das schwammigste Problem, das ich bislang zu bewältigen hatte. Bewältigen? Meinst du nicht, dass... Keine Sorge, ich mach das schon. Du kennst mich ja noch nicht so gut. Aber ich bin ein Profi, was Romantik betrifft. Aha. Zuerst muss ich die drei Teilaufgaben rausfinden. Es gibt immer drei Teilaufgaben. Bleib einfach hier, ich bin bald zurück. Das... Wie du meinst. Okay. So, zu Schnicksi. Die hat einen IQ von einem Toaster. Mit dem Bratwurstchip können wir gleich zum Wurstbot gehen, aber erstmal gucke ich, was da hinten ist. MC Chronicle, wie er seinen Spaß hat. Zuckerherz. Ich glaube, dafür benötigt man Kleingeld und Immunkräfte gegen 20 Jahre alte Keime. Können wir mit der Polymaschine nicht die Kugel? Ja, okay, dann nicht. Können wir den Bratwurstchip da rein tun? Dann nicht. Pulli, da ist ein Schlüssel. Na, was funkelt denn da so mysteriös auf dem Boden des Bulls? McChronicle ist gut. Nur ein Schlüssel. Ich dachte, es sei mein Spiegelbild. Mist, sie passt nicht durch das Gitter. Nach Renfrew, Bozo und McChronicle ist das jetzt schon die vierte rechte Hand, die sich als große Enttäuschung erweist. Tusche! Ah! Dot! Im Sinne von... Oh, scheiße, bin ich dumm. Sorry. Ich bin fest verrummelt. Ich bin verrammelt. Der Hand. Er braucht schon Schlüssel, wenn er über solcher artigen Einfallsreichtum verfügt. Einfallsreichtum ist auch nicht mehr, was er mal war. Wir müssen das Rezept geändert haben. Ah, stimmt, der Schlüssel ist da unten. Was mache ich überhaupt hier? So, mit dem Wurstchip können wir ja... Hier, komm. Gib mir Wurst. Warum möchte ich das so? Eine Wurst, bitte. Wurst, bitte. Wurst ist aus. Ich dachte, dass hier ist ein Wurststand. Kannst du mich nicht darauf rufen? Da bist du schon demütig genug. Ah, verstehe. Mit dem Kostüm und allem. Kostüm? Was gibt's denn so? Nichts. Es ist alles alle. Na toll. Und was soll ich dann essen? Du denkst, du hast es schwer? Ich habe eine Familie zu ernähren. Kannst du noch einmal nachgucken? Na gut. Egal. So, Sicherung da reinklauen. Schäfchen. Schade. Hier läuft gar nichts. Geht's noch weiter? Hier läuft gar nichts. Okay, ich bin überfordert. Egal.
Dafür brauche ich nur meine Finger und mein berühmtes Sonntagsgesicht. Muss ich jetzt die Kamera wieder drauf tun oder was? Nicht vor dieser Kulisse. Das würde den Eindruck der falschen Fototapete erwecken. Dann können wir zu Goal. Zum Liebestunnel. Tunnel of Love. Vorne am Eingang gibt es eine Fotowand. Aha. Wenn du kurz mitkommst, können wir ein Foto machen, um zu beweisen, wie verliebt wir sind. Und was, wenn sich herausstellt, dass wir es nicht sind? Ja, ich habe auch kein großes Vertrauen in das Gerät. Aber dafür ist vorgesorgt. Ich arbeite an einem Plan, wie wir die Apparatur überlisten können. Du willst beim Liebestest schummeln? Nicht, dass ich das nötig hätte. Liebestest? Aber du hast schon mal besser ausgesehen. Wie bitte? Ich weiß nicht. Ich kenne dich kaum. Wie es aussieht, kenne ich dich auch nicht so gut, wie ich dachte. Die Goal, die ich kenne, nicht so eine fiese Pampelin wie du. Vielleicht solltest du dann lieber ein Foto mit ihr machen. Ins Spiegellabyrinth. Kann ich nicht die Tusche benutzen? Ich würde ja gerne die Augen etwas betonen, aber dafür müsste sie zunächst mal Augen haben. Kann ich nicht einfach mich selbst anmalen? So, you know, so. Ich will mich anmalen, weil... Selbst wenn ich den Eingang finden würde. Kann ich die Bowlingkugel nicht einfach da reinschmeißen? In meinem Orientierungssinn stellt es ja wohl kaum eine Herausforderung dar. Selbst wenn ich den Eingang finden würde. Zum Steinbruch. Was liest du da? Das ist die Hats, ein Modemagazin für Hüte. Brauchst du es noch? Okay, dumme Frage. Hey, da, Gevattern! Redest du mit uns? Wer seid ihr eigentlich? Gut. Wir sind Legionäre. Wir haben in den Kolonialkriegen in Haldika gekämpft. Nun sind wir einfach ein paar verlorene Seelen ohne Aufgabe. Da hätte ich was für euch. Kleiner Tipp, die Affen tun es, um ihre Läuse loszuwerden. Was? Ihr wart im Krieg? Wozu? Wozu? Wir haben alle an etwas geglaubt. Wenn auch nicht unbedingt an dasselbe. Mike da drüben glaubte an seine Bestimmung. Stoxy glaubte an den Markt. Und ich glaubte, meine Ex-Frau würde mich dann nicht mehr nerven. Was ist passiert? Sie hat die Nummer vom Legionstelefon rausbekommen. Im Krieg verliert jeder irgendwann seinen Glauben. Leidet ihr unter so einer Art Kriegstrauer oder was treibt ihr hier? Leidet ihr unter so einer Art Kriegstrauma? Der Krieg war hart und dreckig. Hart, dreckig und intensiv. Wo soll man hin, wenn man bereits alles erlebt hat? Es geht immer irgendwie weiter. Ich höre deine Worte. Aber du glaubst selbst nicht daran. Vielleicht haben wir mehr gemein, als es den Anschein hat. Was treibt ihr denn hier? Was treibt ihr hier? Weißt du, das ist so richtig sinnvolles Gespräch. Es gibt nichts mehr für uns zu tun. Darum beobachten wir den Typ da oben. Er sucht nach einer Erleuchtung. Vielleicht inspiriert er uns ja. Außerdem haben wir gewettet, wie lange es dauert, bis er merkt, dass man ihm unters Laken gucken kann. Egal. Ich verschwinde lieber, sonst kriege ich noch Langweilitis. Tu, was du nicht lassen kannst. Und oftmals wie... Der hat doch ein Hetzmagazin. Das war doch ein Hetzmagazin. Dann können wir ihn doch mitnehmen, oder? Die aktuelle Ausgabe der Hetz. Na
wer hätte das gedacht? Offenbar sind Fleischmützen gerade der letzte Schrei. Nee, warte. Ich...